So, egal. Wir sind alle unsere Rubine losgeworden. Wir haben Burns Bombodrom besucht. Wir haben alles gemacht, was ich machen wollte. Mehr oder weniger. Du willst dich doch nicht. Doch, ich will mich hier verwandeln. Warum lässt du mich nicht hier verwandeln? La la. Hinten beim Teich hast du mich auch wieder hier. Also, ne? Hast du mich auch wieder zum Wappen. Okay. Es hängt tatsächlich davon ab, ob irgendjemand in Sichtweite ist oder nicht. Interessant. Also nicht gebietsabhängig. Gut. Nö. Dann machen wir jetzt noch eine kleine Sache. Dann gehen wir jetzt nicht. Nämlich erstmal zu Hyrule Stadt, nach Hyrule Stadt. Wir gehen in die Hyrule Stadt. Und dort schauen wir nochmal kurz bei Agneta vorbei. Liefern dort unsere kleinen, süßen, wehrlosen, goldenen Insekten ab, die wir jetzt mittlerweile so beisammen haben. Dann bekommen wir wieder ein paar Rubine. Dann können wir uns wieder ein ganz kleines bisschen freuen. Und dann kann ich diese Rubine wieder abliefern. Im Maromarkt in Kakariko. Dann habe ich immer noch nicht gut genug Rubine beisammen, was aber jetzt auch nicht so tragisch ist, weil dann sammeln wir die Rubine halt im nächsten Dungeon ein oder so. Zumindest, mein Gott, wir haben jetzt endlich mal eine Quelle gefunden, wo wir die scheiß Rubine loswerden können. Nicht nur der Penner hier am Anfang von Hyrule Stadt. Nein, wir haben noch viel mehr Penner jetzt auf einmal, die. Moment. Genau. Noch viel mehr Penner, wo bei denen wir das Geld loswerden können. Also die Rubine. Das ist schön. Das macht mir Mut für die nächsten Dungeons. Agnetas Zimmer. Oh, meine süße kleine Freundin. Hallo. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ja, kannst du. Ich möchte gerne Geld haben. Ey, eine komplett goldene männliche Ameise. Gefunden auf dem Friedhof von Kakariko, ey. Aber psst, unter der Hand, ne? Also, das findest du nicht bei jedem. Möchte ich nochmal so anmerken. Aber du, Ameise männlich, bist du es wirklich? Ah, die Ameise. Sieht fast aus wie Mohn. Da muss man aufpassen, dass niemand einen Kuchen damit schmückt. Ja. Danke, danke, ich bin so glücklich. Muss dir danken. Hier, nimm das für deine Mühe. Ein violetter Rubin, das ist schön. Nur noch 21 Insekten. Ja, cool. 21 Insekten. Das ist echt spitze. So, hier. Ein komplett goldene Eintagsfliege. Eintags, die Eintagsfliege. Eintagsfliege männlich, bist du es wirklich? Wenn das eine Eintagsfliege ist. Oh verdammt, jetzt habe ich den Text übersprungen, egal. Heißt das dann, dass ich sie am nächsten Tag dort nicht hätte finden können? Denkt mal drüber nach. Ja, so. Eine komplett goldene Bla. Aber du, Eintagsfliege weiblich, bist du es wirklich? Aha, die Eintagsfliege. Ich würde mir nie erlauben zu fragen, ob sie morgen wiederkommen kann. Bada busch! Ja. Damit ist das Paar komplett. Oh mein Gott, es ist ja so schön. Ein oranger Rubin. Achso, für das Pärchen gibt's immer. Oh cool. Das ist cool. Ja, das ist in der Tat cool und schön. Und ja, jetzt freuen wir uns alle einen Ast. So, ich hatte ja beim letzten Mal gemutmaßt, ob die ganzen Viecher jetzt irgendwie herumfliegen würden oder so. Kann ich jetzt so an der Stelle noch nicht behaupten. Egal, mein Gott, scheiß drauf. So, Insekten. Jetzt kann sowas so sammeln und das ist widerlich und Krabbelfiecher und Draußen vor meinem Fenster jubilieren, beziehungsweise zwitschern und trällern übrigens schon die ersten Vögel. Ein Blick auf die Uhr verrät mir. Joa, wird Zeit. Scheiße. So, okay. Macht nichts. Wir wollen raus aus der Stadt? Dann nochmal nach Kakariko? Mein Gott, ich muss mir. Ja, es ist spät, beziehungsweise früh. Ich muss mir meinen eigenen Plan immer wieder selber vor Augen halten, indem ich ihn mir selber immer und immer wieder wiederhole, weil der kann der Hering den Scheiß auch nicht vergessen. Das ist sehr praktisch. Spannend. Schön. Ja. Hering, Hering, du Let's Player, du. Was machst du nur für Sachen mit uns? Wir, deine Zuschauer, wir haben doch eigentlich Besseres verdient. Habt ihr wirklich? Erstmal ganz ehrlich. Also, wenn ihr hier schon gelandet seid, ne, dann. Also. Boah. Dann kann ja euer Anspruch auch nicht so groß sein, möchte man meinen. Nein, natürlich nicht. Ich meine, meine Zuschauer, das ist wirklich
eine handverlesene Auswahl an Leuten, die unglaublich, einen unglaublich guten Geschmack haben, was zum einen Videospiele angeht. Denn wenn ihr meinen Kanal guckt, dann müsst ihr mal zumindest Ansatz irgendwie die Spiele mögen, die ich mag. Und wenn ihr das tut, dann habt ihr wirklich einen verdammt guten Geschmack, was Videospiele angeht. Möchte ich an der Stelle nur mal loswerden. Und zum anderen, nein, also meine Videos. Wer meine fischigen Videos mag, der, also, ne, der hat's echt drauf. Ja, so, für die Reparatur 613 Rubine, es ist tatsächlich schon zu spät. Beziehungsweise zu früh, beziehungsweise wir machen uns jetzt mal lieber auf zum nächsten Dungeon. Bevor ich jetzt irgendwie noch mehr Schwachsinn labere. Da. Aber bis dahin haben wir noch ein paar Minuten Zeit, bis ich dorthin angelangt bin. Das heißt, wir haben noch genug Zeit für Schwachsinn. Schwachsinn. Ja, mein Gott. Das sind doch alles Freunde hier. Das sind doch alles meine Kumpels. Meine Checker-Bunnies praktisch gesehen. Die kann ich doch hier irgendwie einweihen. Kann ich mich hinter der... Hinter der Mauer kann ich mich... Ah, das ist interessant. Gut, okay. Wir wollen hier noch oben. Zora-Höhle. Jetzt zum Portal Zora-Höhle warten. Da. Das merken die anderen auch ganz bestimmt nicht, dass da irgendwie so schwarze Pixel von mir plötzlich zum Himmel emporsteigen. Das wäre ja absolut seltsam oder so. Und das finden die hier auch bestimmt absolut gar nicht seltsam, dass irgendwie plötzlich ein Wolf auftaucht und mal ebenso hier in der königlichen Quelle badet. Oder was auch immer das denn sein soll. Ich möchte zum Eis-Dungeon. Da ist noch ein Eis-Dungeon, oder? Doch, ja. Zu den schneebedeckten Gipfeln oder sowas sollen wir doch gehen. Glaube ich zumindest. So. Halt. Ja, das ist schön, dass wir dort hoch können. Aber eigentlich wäre ich auch ganz gerne... Ja. Oh, wir können uns tatsächlich hier zurückfahren. Das ist ja unglaublich. Mitten. Das war jetzt aber ein kleines bisschen unvorsichtig, meinst du nicht? Du. Das ist ja ganz schön draufgängerisch. So. Man sagt, in dieser Gegend taucht des Öfteren eine seltsame Gestalt auf. Ich frage mich, ob die Zoras im Thronsaal bereits davon gehört haben. Hä? Wen könnte er meinen? Die Schneeberge dort hinten sind sehr gefährlich. Nicht nur das Wetter wird immer schlimmer. Auch dieser Wilde kommt jetzt öfter hier runter. Daher haben wir die Wachen verstärkt. Wilder. Ah ja, interessant. Na gut, okay. Wollen wir uns mal angucken. Dum. Schneeberge, wir kommen. Da. Oder so. Da. Hi. Die Schneeberge. Cool. Sieht mir sehr mehr nach einem vereisten See aus, aber gut. Hering. Boah, was hat die für ein Psychoblick? Jetzt mal ehrlich, aber okay. Was machst du eigentlich an einem so gefährlichen Ort wie diesem hier? Seitdem die Höhle der Zoras eingefroren war, ist es in diesen Bergen extrem kalt geworden. Außerdem habe ich von den Zoras eine seltsame Geschichte gehört. In letzter Zeit ist der Wilde, der tief in diesen Bergen lebt, häufig hier aufgetaucht. Das hat mich neugierig gemacht. Ich habe also hier Wache gestanden und tatsächlich ist dieser Riese hier aufgetaucht. Hier, so sah er aus. Du erhältst Ashleys Zeichnung. Sie zeigt eine riesige weiße Kreatur, die einen roten Fisch geschultert hat. Natürlich. Lege sie auf Y und X und zeige sie verschiedenen Leuten. Vielleicht erfährst du so etwas über ihren Inhalt. Aha. Scheint, als hätte er aus der Höhle einen knallroten Fisch gestohlen. Ich würde ihn zu gern verfolgen, aber in diesem Schneegestöber finde ich den Weg nicht. Du willst bestimmt auch in die Berge, aber wenn du kein Mittel hast, hier durchzukommen, solltest du das besser lassen. Besser lassen. Ach, scheiß drauf. Du willst dich doch nicht... Doch, mein Gott, ist doch nur Ashley. Ashley. So, zum Wolf werden. Da. So, Gespür. Nein. Egal. Da-dam. So. Da-dum. Keine Ahnung. I. Das Wasser ist kalt. Irgendeiner muss das ja mal ausprobieren. Da-dum. Da. Dam-da-dam. Da-dam. Da-dam-da-dam. Da-dam.
Dadam, dadam. Ah, Weg, Weg, Weg. Ich habe einen Weg gefunden. Ich habe einen Weg gefunden. Das sieht doch richtig aus. Tralalala. Denn so kann ich hier rübergehen. Und so kann ich hier rübergehen. Und so kann ich hier rübergehen. Und so bin ich hier drüben. Und so kann ich hier hinten hingehen. Und hier haben wir irgendwelche Schneewölfe oder sowas. Z. Was für ein Schneesturm. Scheint, als wären wir hier irgendwie nicht willkommen. Aber wir müssen uns wohl überlegen, wie wir da durchkommen. Schließlich soll das Spiegel ja irgendwo in diesen Schneebergen sein. Ach, was hältst du eigentlich von dieser Geschichte, die uns Ashley über den Wilden erzählt hat? Vielleicht solltest du die Zeichnungen, die du bekommen hast, mal bei den Zoras herumzeigen und hören, was die dazu zu sagen haben. Vielleicht sollte ich das. Vielleicht sollte ich aber einfach gehen. Lal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 a. Bringt nur leider absolut nichts. Diese Schneewürfe finde ich übrigens cool in Szene gesetzt irgendwie. Ja, hat was. Erinnere mich irgendwie an ein Buch, was ich vor kurzem mal gelesen habe. Ich habe schon wieder den Titel vergessen. Ich lese so viele Bücher, aber ich vergesse immer die Titel. Das ist schlecht, weil dann kann man anderen Leuten immer nur ganz schlecht davon erzählen, was man eigentlich gelesen hat. Hm. Doof gelaufen. Egal. So, Midna hat uns ja einen ungefähren Plan verraten und ich glaube, wir müssen uns wohl oder übel mal daran halten. Komische Notiz. Danke. Ashleys Zeichnung. Hallo. Hallo, du bist ein Zora. Ich zeige dir meine Zeichnung. Bitte sag mir etwas Wissenswertes dazu. Der Wilde aus den Schneebergen? Na du? Was der da unter dem Arm trägt, das ist doch eine Dunstforelle. Aha. Deshalb bist du in letzter Zeit so oft hier. Der hat es wohl auf Dunstforellen abgesehen. Hätte nie gedacht, dass jemand anders als Prinz Rales einen solchen Fisch fangen würde. Prinz Rales, okay. Der Fisch, den dieser Wilde gefangen hat. Prinz Rales ist sehr geschickt darin, diese Fische zu fangen. Oh, der Prinz, wie es ihm wohl jetzt geht. Ich glaube, das ist ein Ding mit dem Zaunpfahl. Verdammt. Muss ich jetzt etwa wieder zu diesem süßen kleinen Prinzen nach Kakariko gehen? Ich fürchte es. Unmöglich, da sind Leute in der Nähe. Das sind keine Leute, das sind Zoras. Also echt mal. Das sind doch... weniger als ein Lebewesen. Das ist ja noch nicht mal ein Fisch. Das ist ja, das kann sich ja nicht mal entscheiden zwischen Fisch und Mensch. Also, ne? Ich propagiere an dieser Stelle. Nee. Was ich jetzt wieder im Kopf hatte, ist. Na, das ist egal. Es ist spät. Nein, es ist früh. Oh, früher Morgen. Die ersten Sonnenstrahlen scheinen so langsam aber sicher in mein Zimmer herein. Kommt rein, kommt rein. Bringt Frohsinn und Freude herein hier zum Hering in sein kleines trauriges Kabuff, in dem er Let's Plays aufnimmt. Wer? Oh. Monster, nichts wie weg hier. Ach, scheiß drauf. Ja, leckt mich, mein Gott. So. Okay, jetzt ist es endgültig passiert. Ich ticke aus. Indiana Jones lief vor kurzem auch im Fernsehen. Vor kurzem, ich glaube, es war Karfreitag? Ich bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher. Jedenfalls kam da der neue, in Anführungszeichen, Indiana Jones, der vierte Teil, ne? Normalerweise ist es doch eine Trilogie, aber George Lucas und so, die haben irgendwie dann noch einen vierten Teil gemacht. Worüber sich dann alle aufgeregt haben, weil es war dann ja doch irgendwie nicht Indiana Jones. War jetzt aber tatsächlich der einzige Indiana Jones, den ich mal vollständig gesehen habe. Ist doof, oder? Ja. Der andere Film müsste es mal nachholen, aber... Die Zeit. Ist das nicht dieser Wilde aus den Schneebergen? Dieser Wilde, die sind doch alle so nett. Nur weil man es nicht kennt, muss man es nicht unbedingt gleich als wild und als barbarisch und als unzivilisiert und als dumm verkaufen. Also das macht man nicht. Egal. Aber sieh dir doch mal den roten Fisch an. Den roten Fisch. Ja, den roten Fisch. Das ist ganz sicher eine Dunstforelle. Ein seltener Fisch, den es nur in der Höhle der Zoras gibt. Du machst Sachen. Sie bevorzugt eine bestimmte wertvolle Koralle. Ohne diese gelingt es auch uns kaum, diesen Fisch zu fangen. Sieh mal, Hering. Dieser Ohrring ist aus einer solchen Koralle gefertigt. Ich schenke ihn dir. Du erhältst den Korallenohrring. Ein herrlicher Schmuck aus den kostbaren Forellen der Zoras in Form eines Angelhakens. Verwende ihn zusammen mit der Angel, wenn du eine Dunstforelle fangen willst. Weißt du, ich habe ihn von meiner Mutter bekommen. Aber nimm ihn nur, ich brauche ihn nicht mehr. Durch dich begreife ich endlich, was meine Mutter sich wünschte.
und was ich selbst jetzt zu tun habe. Ich werde in unsere Höhle zurückkehren. Dunstforellen findest du an dem Doppelfelsen in der Nähe des Bassins unter dem Wasserfall in meiner Heimat. Diese Fische sind rot, du wirst sie leicht erkennen. Okay, ist gebockt. Dann werben wir uns jetzt mal als professioneller Fischjäger-Angler betätigen. Dunstforellen findest du an dem Bla. Die Fische sind rot, du wirst sie erkennen. Du wirst sie natürlich erkennen, außer du bist farbenblind, was ich dir nicht raten möchte. Nein. Dop, 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 dop. So, wir gehen weiter, wieder hier zurück in die, also aus der Höhle raus, dop, dop, dop. Weil wir dürfen ja nicht gesehen werden, wenn wir uns werfen. Weil das wäre ja, oh mein Gott, es wäre ja so unglaublich. Jetzt mal ernsthaft. Wie denken die Leute, komme ich immer so schnell hier in Hyrule hin und zurück? Also das würde mir im Endeffekt dann doch komischer vorkommen, als diese komische Warp-Getue. Das ist jetzt mal ohne Flachs. Wenn die Leute mal vernünftig irgendwie so nachdenken würden, aber dann halt nicht. Ist halt so.